Und dann kommt ein Luftsprung. Geiler Jubel. Ohne Spaß, Freistöße in FIFA 94 sahen ja mal sowas von wild aus. Wir gucken uns das jetzt an. Freistöße von FIFA 94 bis FIFA 22. Guckt euch das mal an. Oh, aber wunderschön reingezwirbelt. Und der Torjubel und weglaufen. Diese Grafik. Goal. Oh, ja, aber das ist geil. So eine Recreation von dem Tor. Das fühle ich ja mal richtig. Goal. Belzotta. Aber wie? Dieser Stern, der um den Spieler rum war und dann quasi, dass du dir aussuchen. Aber es wird im FIFA 95 noch ähnlich sein. Mal gucken, wo bleibt das Foul? Ja, und jetzt kriegen wir den Freistoß zu sehen. Der Schiedsrichter oben. Mit dem Pfeifchen im Mund. Ah, diese Pixel. Hat sogar schon den Neymar-Effekt hier drin. Guck mal, er dreht sich einfach nur wie am Spieß. So. Okay, hier A, B mit dem... A, die Richtung, B wahrscheinlich dann die Schusskraft und C ist dann der Schuss an sich. Und hier sieht man die Flugbahn und den zwirbelt da wieder rein. Und dann kommt ein Luftsprung. Ja, geiler Jubel. Go, da was steht er hier an der Seitenlinie? Sü! Oder was ist das für eine Pose? Hier so? Das ist doch ein Sü, eindeutig. Cristiano Ronaldo undercover, meine Freunde. A. Belzotta ist undercover CR7. Ihr habt's gehört. Oh, das sieht schon mal ganz anders aus. Und das sieht ja mal... Das sieht ja richtig gut aus eigentlich schon. Für FIFA 96. Ah, der Schuss. Okay. Der Schuss war vielleicht jetzt ein bisschen verbesserungswürdig noch. Also, der ging nicht mal ganz zum Tor. Aber vielleicht in der zweiten... Vielleicht sieht er jetzt besser. Achso, das ist schon FIFA 97. Andy Möller, natürlich. Zwirbelt einen rein mit dem Außenriss, aber sah auch irgendwie strange aus. Hallo? Sehen wir das nochmal bitte? Wo ist denn hier der Torhüter? Wie ging denn der bitte rein? Den hat doch der Torhüter gehabt. Der stand doch da im Eck. Der Ball ging doch, guck mal, der Ball ging ins rechte Eck und da steht doch der Torhüter. Wie geht denn der Ball rein? Hier, der greift einfach neben den Ball. Der greift einfach neben den Ball, Digga. Ich glaub's nicht. Na gut, englischer Torhüter, ne? Da war klar, dass der patzt. Oh, gelber Karton. Ja, da wird schon hingelaufen. Also, da sieht man schon jedes Jahr eine kleine Verbesserung. Oh, mit dem Pfeil. Ja, das ist jetzt einfach. Da so quasi flach und hoch den Pfeil. Hoch oben ins Eck reinzwirbeln. Schusskraft aufladen. Und Lego. Ah, mitten in die Mauer. Das war nicht gut. Komm, nochmal. Achso. Andere Seite, okay. AC Milan gegen Mexiko, ja, ist auch eine wilde Paarung irgendwie. Das sind immer die größten Psychos, die mit Nationalmannschaften gegen normale Clubs spielen, also. Oh, der sieht gut aus. Ne, okay. Ich nehme es zurück, das sah auch nicht so gut aus. Ich bin enttäuscht, dass wir kein Tor gesehen haben in FIFA 98. Vielleicht jetzt in FIFA 99. Ja, da steht schon die Nummer 7 bereit von Manchester United. War aber damals. War das damals? David Beckham ist noch. Oder? Ah, ich weiß nicht. CR7 war es auf jeden Fall noch nicht, ja. Ja, Beckham könnte das schon. Beckham wird das gewesen sein, klar. Oder bin ich jetzt lost? Ja, doch. Ja. Nach vorne hingeworfen auf den Ball und easy gesaved. Oh, da kann man jetzt sogar schon mit Kreis und Viereck die zwei anspielen. Ja, nochmal. Einfach Ball gehalten und dann gedreht. Ah, fuck, da ist ja das Tor. Und Gegentor. Kannst du doch keinem erzählen, Junge. Was ist denn das für ein Eigentor? Kann dir nur im englischen Fußball passieren. Kann dir nur mit einem englischen Torhüter passieren. Ist so. Das sieht in der Wiederholung noch dümmer aus.
Oh, Bodycheck. So geht's nicht. Rot? Na, rot. Na, rot musste das aber nicht sein. Oder was meint ihr? Schreibt's in die Kommentare. Rot ist hier etwas zu hart vom Schiedsrichter. Finde ich. Eine weibliche Kommentatorin höre ich da gerade raus. Cool, das gibt's ja, glaube ich, jetzt schon länger nicht mehr. Zumindest im deutschsprachigen, im deutschen FIFA-Ableger nicht. Aber den haut er jetzt nicht wieder selber rein. Ja, aber er hätte sich schon wieder umgedreht, der Kerl. Er wäre schon wieder zurückgegangen. Nein. Dieses Mal nicht, Minion. Oh, das sieht geil aus. FIFA 2002 mit diesen bunten Leisten da unten. Unser Stern. Boah, das ist geil. In Japan, das ist wahrscheinlich World. Ja, genau, World Cup. Oh. Das Gegentor war wieder lost. Er kriegt den einfach durch die Beine. Oh, da ist es ja mal richtig anders geworden jetzt. FIFA 2000, das ist ein richtig großer Sprung. FIFA 2004 war es, glaube ich, ähnlich. Das habe ich nämlich noch gespielt. Aber FIFA 2003 mit diesem... Hier musst du dir aussuchen, wo du den Ball triffst. Also unten, damit er Schnitt bekommt. Oder damit er ja, sich senkt oder nicht. Und dann hier in diesem grünen Bereich vermutlich dann... Am besten treffen, ne? Komm, rein in den grünen Bereich. Let go. Oh, perfekt im grünen Bereich. Oh, das war ein schöner Freistoß. Gegen, ist das Hans hier? Ist das Oliver Kahn natürlich im Tor. Oh! Wie an der Schnur gezogen. Da kann selbst der Titan nichts machen. Luis Figo, ja genau, da haben wir da ist die Anlaufanimation ganz schön, so, zack, zack, und gut gehalten. War aber auch kein Problem, war kein Problem. Aber er bekommt nochmal die Chance, Luis Figo. Nochmal lässt er sich das nicht hingehen. Und, okay, doch, doch, er lässt sich das nochmal hingehen, wir werden es nämlich nie wissen. Theorie. Zwirbel ihn an. Vieira spielt an und... Oh, gut gesaved und schön geflogen. Schöne Flugeinlage. Das ist aber jetzt die Trainingsarena. Jetzt werden Freistöße geübt. Ori. Oh, zu hoch. Gibt es die Arena eigentlich überhaupt noch in FIFA 22 jetzt? Früher, auch in Ultimate Team und so, konntest du 2012, 13, 14 immer in die Arena. Das war schon geil. Konntest du noch nach deiner eigenen Standardsituation so Presets einstellen und so, mit denen du online spielen konntest. Das war, oh, das war ein schöner Freistoß. Das war geil. Michael Ballack. Oh, zwirbelt er den aber jetzt komplett mit dem Außen. Schön. Dumm. Auch noch gegen die Stange. Gegen den Pfosten. Und dann rein ins Glück. Der Michi Ballack. Oh. Der ist lustig gedippt. Sah aber gut aus. Man war ineffektiv, aber sah gut. Was hat er denn schon so viel Stress? Bin ich noch nicht mal dazu gekommen, hinzugucken. Da schießt Thierry den Freistoß hier schon. Zack, zack. Perfekt. Perfektion. Einfach Perfektion. Da will ich die Wiederholung gleich nochmal sehen. Ja, gute Distanz an der Mauer vorbei. Na, sogar drüber. Oder war gar nicht so genau geschossen. Da muss ich den Torhüter in die Kritik nehmen. Der sieht da zurecht so... hängt da zurecht da wie so ein halbtoter Zombie, denn das war nix. Den kannst du haben, Kollege. Und den kannst du nicht haben. Van Persie. Ja, da hinten packt's gar nicht so... Nein. Wieder ein Gegentor kassiert, gar kein Bock. Aber der war genau im Kreuzig jetzt. Mit der Stange oder mit der Unterkante der Latte ist der reingegangen. Sehen wir es nochmal in der Wiederholung hier. Neko. Oh, der ist wirklich exakt im Winkel drin. Also das ist die Definition von unhaltbar. Und dann das nächste Upgrade. Sieht wieder anders aus. FIFA 2009 das nächste Upgrade bei den... Und wieder Van Persie. Wieder Robin Van Persie. Oh, ich freue mich jetzt schon so auf FIFA 12, 13, 14. Da wusste ich noch, wie man Freistöße schießt. Danach hat sich das wieder geändert. Da war ich wieder komplett lost.
FIFA 13 oder 14 mit, na, oder sogar noch FIFA 16 mit Zlatko Junuzovic. Boah, das war so geil. Das war richtig schön. Ah, easy. Easy, Xavi. Wenn du so breitbeinig dastehst wie Cristiano Ronaldo, weißt du genau, der schweißt dir das Ding jetzt aus 33 Metern sowas von glatt in den Winkel. Oder zumindest unten rein. Sah wieder der Torhüter ein bisschen komisch aus. Auch der Freistoß an sich sah komisch aus. So aufgesetzt und der Jubel. Alter. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Boah, da war ich jetzt selber, Chris. Joe Hart, was machst du da? Ja, okay, konnte ich nicht halten. Meine Fresse. David Silva, ja. Controller noch vordrücken, damit der Ball tippt. Unhaltbar. Wunderschön. Wunderschön, sag ich da nur. Der absolute Premium-Torjubel, wenn du nichts drückst und einfach in die Ecke läufst. Das ist so schlimm, wenn ich das jetzt so sehe, dass FIFA 13 eigentlich so eine schlechte Grafik hatte, denn verhältnismäßig, denn das ist ja damals, habe ich das richtig gefühlt. So, boah, richtig geile Fußballsimulation. Wenn man es jetzt so sieht, denkt man sich, ja, verbesserungswürdig. Keine Freistöße in der Nähe des Strafraums. Sie haben einen verschenkt. Nochmal was der Kommentator sagt. Keine Freistöße. Der Trainer hat es gesagt. Keine Freistöße in der Nähe des Strafraums. Hier steht Ibra. Hier. Well done, FIFA. Sie haben einen verschenkt. Und jetzt die Quittung. Aber zack, unterkante Latte und raus. Real Madrid trifft, das wollen wir uns nochmal anschauen. Da ist jetzt wirklich alles falsch in dem Clip, was wirklich falsch sein kann. Ibrahimovic schießt aus 40 Metern. Nicht Real, sondern PSG. Und der Torhüter ist hart lost auf dem Ball im FIFA und da würde man ragen. Meine Güte. Jetzt die Quittung dafür. Real Madrid trifft. Das wollen wir uns nochmal anschauen. Ja, wollen wir nicht. Das hat nicht. Egal. Van Persie. Ja, zwirbelt auch rein, ne? Na klar. Na klar. Ja, Lecco Mio im Deutschland-Trikot. Im Retro-Deutschland-Trikot, Robin van Persie. Aber der ist nicht schlecht. Sind halt 40 Meter. Ibra, easy. Oh. Aber die Elfmeter habe ich noch gefühlt, die konnte ich noch schießen. Danach war es ganz, 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 ganz weit weg. FIFA 17 sind, glaube ich, die letzten, die... Nee, das waren schon die ich nicht mehr schießen konnte. Wo sich da die Ansicht nicht geändert hat, da war ich raus. Aber was ist denn das? So Außenriss, Boden auf. Außenriss... Die sehen so komisch aus, auch wenn irgendwie hat sich, weiß ich nicht, da fühle ich nicht so. Gut, war das erste Jahr, wo sie es geändert haben, lasse ich mir noch einreden. Jetzt gucken wir mal, wie es im FIFA 18 aussah, weiß ich auch gar nicht mehr. Ich finde, der Anlauf sieht da so strange aus, wie wenn er sich fast irgendwie über die Füße stolpern würde. Der Schuss an sich ist ja dann geil. Neymar. Na, geh weg von der Linie da hinten, das tut man nicht. Ja, klar tut man's, aber es hat dir eh nichts geholfen. Free Kick Artist at Work, Neymar. Ja. Kann er. Muss ich zugeben. Gareth Bale, ja, wie er da anläuft, so gerade, das ist so strange. Außenriss 15, so heißt, glaube ich, Mats Hummels auf Instagram. Außenriss Gareth Bale gegen Borussia Dortmund war das eher. Oh, das ist sick. Das ist sick. Nochmal. Unter der Mauer durch. Schön. Und das Gareth Bale-Herz natürlich. Ronaldo. Oh, FIFA 21. Da sind wir schon wahrscheinlich relativ nah an der Realität gerade dran. Schauen wir mal, wie es bei FIFA 2... Ronaldo mit den Fans jubeln habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen, dass der jemanden im Arm lag oder so. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut. Und segelt rein.
Lego. Und jetzt FIFA 22. Natürlich Cristiano Ronaldo. Einfach mal 6 Meter neben das Tor zielen. Ja, das macht natürlich Sinn, perfekt. Aber das ist genau der, die gehen dann rein. Also, Azpilicueta in der Mauer kriegt schon richtig Stress. Oh, sah geil aus, aber... Sü! Hoppla. Sü! Auf jeden Fall. Oh, ist das ein Pfund. Und da sehen sie schon geil aus, die Freistöße, aber... Ich weiß nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, in welchem FIFA euch die Freistöße am besten gefallen haben. Ich würde fast schon sagen, so FIFA 16 oder so, das ist so das, mit dem ich mich noch am meisten identifizieren kann. Und da konnte ich halt noch Freistöße schießen, muss ich auch dazu sagen. Ansonsten war es das für heute. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Guckt gerne auch noch dieses Video, da habe ich das gleiche angeguckt mit Elfmetern von FIFA 94 bis FIFA 22. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.